Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Wir waren gerade auf der Flucht im letzten Part, während ich dann schockiert feststellte, okay, könnte langsam so langsam könnte der Part zu Ende gehen, ne? Ja, und da sind wir. Irgendwo im Nirgendwo. Auf dem Weg, keine Ahnung wohin. Ah, nee, stimmt ja gar nicht. Wir wollen ja zu Tommy, dem Onkel von ihm. Oder irgendwie sowas? Nee, er war ja der von der Kleinen, der Onkel. Also muss das ja sein Bruder sein. Oh. Ich mach die Taschenlampe trotzdem mal aus. Gut, dann wollen wir mal. Ich hoffe einfach mal, dass hier niemand ist. Aber ich denke mal, wir werden dann noch mal in so scheiß Situationen kommen. Hey, also, wegen Keine Tess. gute Idee. Ich weiß Keine nicht mal gute Idee. ganz. Ich sag dir mal, wie es abläuft. Okay. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, Ja. wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemandem von deinem Zustand. Man Ja. wird dich für verrückt halten oder töten. Ja, das war Und mir klar. drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Wenn er es sagt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Okay. Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Okay. Los, gehen wir. Er ist ein bisschen harsch, aber in seiner Situation kann man ihm das nicht verdenken, ne? Er hat jetzt unfreiwillig, das Arrangement mit dem Mädchen. Oh, ich Na dachte, ich kann mich da noch bitte. umgucken. Ja, hier Okay. lang wird's schneller gehen. Sicher? Was? Nichts. Ich hab nur sowas noch nie gesehen. Deshalb. Etwa den Wald? Ja. Im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Sie kennt Natur nicht, ist doch klar. Sie ist in so einem blöden Militär-Quarantänezonen-Gedöns aufgewachsen. Ich glaube, großartig was finden werden wir hier Und warum nicht. bringst du mich nicht zurück zu Marlene? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Ja. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Das hat mit Stärke nichts zu tun. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Aber trotzdem Oh, schön, ne? hey Kleiner. Was? Okay. Kaninchen oder was? Hab ich immer auch gerade gesehen. Voll süß. Ich glaube, Tiere sind da nicht so anfällig gegenüber dem Virus, also der Pandemie. Ich glaube, die Zombies sind auch nicht gerade irgendwie darauf fixiert, Tiere zu töten. Ist schon mal Pluspunkt. Auch wenn sie uns töten wollen. Ich gehe mal darüber zu dem Dings, ne? Sieht so auffällig aus. Ja, was? Okay, ich glaube, sie ist mal wieder fast. Fireflies. Ich meine, echte Glühwürmchen. Ja. Ja, das sehe ich. Okay, ich Sorry. gehe mal hier hoch. Kein Thema. Ich musste das einfach tun. Ja. Klar, nehmen wir die mit. Uhu. Nahkampfverbesserung. Verbessere eine beliebige Nahkampfwaffe, um Gegner mit einem Treffer zu töten. Die Verwendung der Verbesserung ist jedoch eingeschränkt. Wenn sie abgenutzt ist, geht sie kaputt. Ah, okay. Aber mal plump gefallen. Ah ja, okay. Ich sehe schon. Hier kommen wir wohl nicht rein. Das war wirklich tatsächlich nur dafür da. Aber. Ich sehe schon, was geplant ist. So. Dann rennen wir hier einmal nochmal rum. Also nicht nur für die Verbesserung, auch dafür. Aber, you know. So, ich muss nur kurz gucken. Ach ja, hier rüber.
Ich sehe schon die gelbe Markierung. Alles gut. Na also. Jep. Kleine kommt hinterher. Alles kein Thema. Was? Bist du das, Bill? Oh, Feuer. Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Gar nicht. Das kommt drauf an. Du warst gar nicht hier, oder? Nope. Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und der Rauch, das soll er sein? Ihr? Das wäre gut für uns. Wow, dann sehen wir mal nach. Okay, okay. Ihr. Ab hier könnt wieder übrigens Zombie, ne? Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ich gehe mal davon aus, dass hier keine anderen Gegner kommen außer Zombies. Ich weiß nur nicht wann. Also ich gehe mal fest davon aus, dass hier welche kommen, aber... Nö? Ja, komm. Offensichtlicher geht's nicht. Haben wir jetzt unsere Flasche weggelegt oder hatten wir nichts? Ich glaube, wir hatten nichts. Okay, ach, das ist zum Verbessern. Ja, das haben wir aber noch. Okay, komm. Ja, okay. Hier haben wir 15. Das dauert noch ein bisschen. Die dauert noch ein bisschen, bis wir da irgendwie was Brauchbares haben. Okay, hier war nichts sonst. Sehr schön. Okay. Hier komme ich nicht rein, ne? Und hier auch nicht. Ich muss da runter. Okay. Ja, das kriege ich nicht auf. Komm, da ist noch ein anderer Weg. Muss aber nicht kommentieren. Hier lang. Bisschen ruhiger hier. Nicht, dass du fällst. Alter, wieso redest du so laut? Zombie-Apokalypse? Wir sind vielleicht nicht alleine? Meine Güte, ich schimpfe die ganze Zeit mit ihr, aber du bist ja noch viel schlimmer. So herrisch und so. Du kannst dich hier gleich einreihen mit... Ihr. Ich wollte gerade sagen, mit den ganzen... Moos. Und dann habe ich hier, Ich muss mal kurz gucken, wie ich am besten da... an ihn rankomme. Was ist das? Shit. Was? Wo ist denn der? Oh. Convenient. Kommen beide? Ja. Nein. Was ist ein Klicker? Oh, wäre ja gar nicht nötig gewesen. Oder? Naja. Bisschen Spaß muss sein. Dankeschön. Ist auch noch was, vielleicht? Nee. Na, ich habe ja auch nur vielleicht gesagt. Hier ist noch was, hier ist noch was. Ich glaube, wir kommen hier nicht durch. Wir müssen tatsächlich an denen vorbei, ne? Hier. Sehr realistisch. Das sind die Kugeln so einzeln und so, ne? Ja, Erinnerung. Mehr Pillen sammeln und ich muss mehr Munition beschaffen. Mir bleiben nur 3 Wochen bis zur nächsten Lieferung für Tess. Halt die Klappe. Einfach mal ruhig sein. Ich guck mich hier um. Und du hast da nichts zu melden. Okay. Da kommen wir wahrscheinlich nicht rüber. Ach, die sind da. Ich gehe mal hier hin. Ich hoffe, dass es kein One-Way ist.
Juhu. Ich dachte schon, es funktioniert nicht, nachdem sie so ne gesagt hat. Bitte messer dich. Okay. Jetzt vielleicht doch nicht so aufregen sollen. Naja. Oh, ich hätte mal Schrotmunition nehmen sollen. Hier Dingsmunition nehmen sollen. Naja. Oh Mist. Ist von der anderen Seite verriegelt. Hier, hilf mir hoch. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Doch. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir das uns aufkriegen? Komm, machen wir. Gut. Stell den Fuß drauf. Mach es nur auf, sonst nichts. Nope, macht's. Geh klar. Alles Vorsicht. Gut. Vorsicht. Ja, komm. Okay. Du bist schon ein großes Mädchen. Oh, mal sehen. Okay. Tada. Falls wir es nicht gesehen hätten, hätten wir jetzt hier noch eine Waffe bekommen. Danke. Okay. Okay, was hatten wir da noch? Nichts, ne? Also nur die Munition, die wir gerade nicht nehmen können, wegen dumm. Also weil ich dumm bin, nicht das Spiel, ne? Heiltempo, Fertigungszeit, Lauschmodus, Distanz. Fertigungszeit bin ich eigentlich zufrieden und Heiltempo auch. Weil ich es bis jetzt noch nicht brauchte. Ich nehme mal hier Lauschmodus, ne? Damit wir dann erst recht keiner Dings brauchen. Okay. Sag mal, wie sieht's mit der Gesundheit aus? Ach, ist noch gut. Ich hätte auch aufs Gamepad achten können, aber ja. Okay. Wenn du meinst. Dein Kumpel hat ein Auto für uns. Und was dann? Ja. Eventuell. Dann suchen wir Tommy. Marlene meinte, er ist dein Bruder? Ja. Ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo du hin musst. Ja. Ach, okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Ich guck mich nur mal ein bisschen um, ne? Hey, da! Zwerge? Ja, das sind Zwerge. Mann, ja, sind Zwerge. Ich hatte ein Bilderbuch mit Zwergen. Ich fand sie immer so richtig niedlich. Aber Finn nicht. Die machen mir Angst. Oh, verstehe. Okay. Interessant. Vom logischen Aspekt her. Feen mache ich. Warum machen Feen ihr Angst? Ich meine, klar, warum nicht? Aber. Oh. Deswegen kam sie da drauf. Tinkerbell? Macht Tinkerbell die Angst? Na, die war jetzt auch nicht die beste, ne? Unter den Feen. Wollte ich nur mal gesagt haben. Die war sehr, sehr gehässig. Ich hoffe, unser Lauschmodus im verbesserten Zustand ist besser. 15 haben wir, okay. Ich wollte nochmal nachgucken. Ich weiß gar nicht, wie viel besser der jetzt ist. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir sollten schleichen, solange wir hier unterwegs sind, ne? Auch wenn wir niemanden sehen. Oh, okay. Wow, sieh mal da. Ihr. Oh, das meint sie. Der Automat. Was? Schon mal gespielt? Nee. Aber... Ein Freund von mir war voll verrückt nach diesem Spiel.
Da gibt es wohl diese Frau namens Angel Knives. Okay. Wie war das nochmal? Sie schlägt dir ein Loch in den Bauch und tritt dir dann den Kopf ab. Ich war nie ein großer Fan von sowas. Ei. Ich würde es gerne spielen. Okay. Well, why not? Also, vielleicht irgendwann mal. Kann ja sein. Ich guck mich nur ein bisschen um, ne? Ach, wir hätten da gar nicht rüber gemusst, ne? Okay. Ja, was heißt schon gemusst? Sorry. Sorry. Das war das. Das ist voll. Gut, dann würde ich mal sagen, ich gehe mal die Treppe da außen hoch. Da war ja auch noch was. Eventuell. Oh, ich bin jetzt echt so mad, dass ich die Dingsmunition nicht verwendet habe. Von seinem Jagdgewehr. Da unten muss ich auch noch gucken. Wir gucken überall. Aha. Ich meine, hier ist... Aber immerhin, ne? Also... Passt mir schon ganz gut, dass wir was gefunden haben. Ich finde das nett. Okay. Aha. Interessant. Also immer schön umgucken. Das ist die Devise. Mache ich natürlich auch. Soweit es der Zustand des Spiels es zulässt. So, ne? Wenn natürlich 50.000 Gegner kommen, renne ich. Aber momentan... Oh, komme ich nicht rein. Schade. Ich würde gerne alle Türen aufbrechen. Sämtliche Türen sollen aufgebrochen werden. Es sei denn, sie sind verbarrikadiert. Dann natürlich nicht. Aber ansonsten... Nö. Wie gesagt, also mit Menschen rechne ich hier eher weniger. Außer Billy natürlich. Den Typen. Okay. Sieht halt alles so wieder nach Dings aus, ne? Also... Arena. In The Evil Within wären jetzt wahrscheinlich schon 50.000 Zombie-Horden gekommen. Okay, ich sehe schon. Meine Augen sind da drauf geschult. Ich habe eine Falle gesehen. Also der Bill, oder wie er heißt. Oder wie auch immer, wow. Sein Kumpel hier. Sieh dir das an! Okay. Sie ist also auch fasziniert von Schallplatten. Sehr schön. Ich dachte, hier war was. Hat's wohl mit Sprengstoff. So. Okay, was waren da noch? Oder konnte ich hier gerade durchgreifen? Ah, ich glaube, ich hätte hier durchgreifen können. Okay. Okay, das ist noch voll. Das nehmen wir mal mit. Das auch. Perimeternotiz. Die verdammten Infizierten tauchen zu oft viel zu nah beim Unterschlupf einer Kirche auf. Anscheinend muss ich die Perimeter-Schwachstellen mal wieder ausräumen. Ich glaube, das ist von unserem Freund. Ach ja, hier. Ich sag doch, das klappt. Immer noch voll. Okay. Ja, ich habe schon lange keinen Molly mehr benutzt, ne? Also... Das Spiel gibt uns halt sehr viel. Von dem, was halt, ja. Was es denkt, was wir brauchen können. Oh, hier ist auch so ein Lappen gewesen. Mann, okay. Das ist echt traurig. Was denn? Was denn? Diese Musik, die hier herumsteht. Und niemand hier, der sie sich anhört. No. Ich weiß nicht. Ich find's schrecklich. No. Warte mal. Auch voll. Verdammt. Verdammte Axt. Wenn wir hier weggehen und dann wiederkommen, kommen wir nicht wieder. Wir kommen nicht wieder, aber... Ja, da ist auch ein Draht. Ja, ja. Das ist Bills Handschrift. Lebt er in dieser Stadt? Soweit ich weiß, ist er allein.
Ja, bis auf Infizierte. Sorry. Nachricht an Bob. Bob, ich verlasse die Stadt nicht ohne den Safe. Hilf Brad, ihn in den Truck zu laden. Falls du ihn öffnen musst, die Kombination ist 5, 17, 21. Hier ist irgendwo ein Safe. Hier ist irgendwo ein Safe. Schalalalala. Wo ist der Safe? Ich will den Safe. Ich meine, wir haben eine Kombi bekommen, ne? Also muss der hier irgendwo ja sein. Stand, lad ihn in den Truck. Und das war hier vorne. Davon nicht, ne? Da kommt man nicht rein. Da kommt man noch. Ich will jetzt nicht dran vorbeilaufen, jetzt wo ich weiß, dass es hier ein Safe gibt. Dann will ich ihn auch haben. Und gerade ist ja nicht so viel los. Und wenn ich was verballern würde, dann, ja. Ging das schon klar. Weil da hinten lag noch Muni. Hier waren wir drinnen, ne? Hier ist zwar auch eine Falle, aber wir haben sie ja schon gesehen. Können wir sie denn gedönsen? Oh! Oder auslösen lassen? Oh Mann! Das Eine Falle! ist eine von Bills Fallen. Dein Freund ist paranoid, oder? Na, das kannst du laut Oder sagen. realistisch. Und wie ist er sonst so? Tja, er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Er weiß, wo es was gibt. Dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht draufgehen. Halt die Augen offen, dann passiert Oh nichts. Mann, du musst mir zeigen, wie das geht. Ja. Kann ich gerne machen. Irgendwann. Ich glaube, das ist das Ärgerlichste, dass ich dann irgendwann keinen Platz mehr habe, um den ganzen, um das ganze Zeug mitzunehmen. Okay. Das will ich halt nicht, ne? Ich will das hier. Und maximale Gesundheit. Alles andere und mehr mitnehmen. Warte mal. Das können wir machen. Bam. Okay, das hilft uns gar nicht. Das hilft uns gar nicht. Hier. Kann ich die entschärfen? Siehst du den Draht? Berühre nicht, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Okay. Ich wollte entschärfen. Geht aber anscheinend nicht. Okay. Ich bin so gepolt. Entschärfen ergibt dann irgendwie was zum Mitnehmen. Entschärfe und du kriegst was. Hier ist auch so viel. Warum krieg ich so viel? Das macht mir keinen Mut, das macht mir irgendwie Panik. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie, ne? Kann aber auch am leichten Schwierigkeitsgrad liegen. Die ist. Wow, Bill kann Bogen schießen? Vermutlich schon. Okay, wir kriegen Bogen. Sonst hätte er die jetzt nicht aufgesammelt. Oh, ich liebe es. Ich will den Bogen. Okay, ich gucke nur. Ah, ich glaube, wir kommen nur hier hoch. Oh, hier ist der Bogen. Okay. Achso, nee, das war, glaube ich, nur die Dings, ne? Sieh mal an. Nur der Pfeil. Gib ihn doch mir. Ich kann ziemlich gut damit umgehen. Für Waffen bin Ach, echt? weiterhin ich zuständig. Oh, du Tja, kriegst wir noch haben deine. beide Waffen als Absicherung. Vergiss es. Keine Sorge, du kriegst noch deine Waffe irgendwann. Gehe ich mal fast von aus. Er wird nicht lange schmollen können. Ich will da runter. Ja. Darf ich hier runter? Schade.
Ich mache aber, glaube ich, noch mal eine kurze Pause. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich gerade aufnehme. Deswegen. Ach hier, das kann ich mitnehmen, ne? Ja, egal. Ne, wir machen das schon irgendwann. Gleich, eventuell. So, kleine Pause beendet. Ja. Ich bin gerade. Kann ich hier runter? Ah, hier kann ich runter. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich möchte mich gerne noch ein bisschen hier umsehen. Ja. Hier liegt doch bestimmt noch was. Oder auch nicht. Okay. Hier komme ich doch bestimmt auch hoch. Ja, da nicht. Kommen wir auch Hier. wahrscheinlich nicht mehr zurück. Das hier können wir nehmen. Ja. Ich glaube nämlich, dass wir es brauchen werden. Ja. Dürft es rein, komm hoch. Okay. Okay. Es lag nämlich zu convenient da, dass man da eigentlich. Obwohl man da eigentlich so hätte rüberkommen können. War so mein Gedanke. Mal kurz gucken. Ich meine, wir haben gerade einen Bogen bekommen. A bow. Okay. Das hat meistens was zu bedeuten. Neue Waffe, neue Gegner, keine Ahnung. Ne, ist meistens so. Okay. Hier ist noch keiner, aber es hat nichts zu bedeuten. Uns ist ja vorhin auch jemand entgegengekommen. Was? Keine Ahnung. Scheiße. Probieren wir das Baby mal aus. Mit dem Bogen zielen, halten, um den Bogen zu spannen. Je länger du hältst, desto mehr Spannung baut sich auf. Drücke, um den Pfeil abzuschießen. Was? Hör mal zu. Bill ist Ja. nicht gerade eine sehr ausgeglichene Person. Wenn Aha. wir bei ihm sind, überlass mir das Reden. Ja. Hast du gehört? Sie hat Ja, nichts anderes vor. alles klar. Du musst dich daran halten. Er ist nicht Ja. gerade nett zu Fremden. Okay. Ja. Bill ist okay. Er braucht nur etwas Zeit, mit dir warm zu werden. Okay? Sie hat's verstanden. Nach 50 Mal irgendwann kapiert auch ein Kind das, ne? Also, ne, sie ist zwar ein Mädchen, aber dumm ist sie dadurch nicht. Okay. Ah, Point of No Return. Ha, sehr schön. Nicht. Aber gut, wir haben ja genug. Denkdrohnen, Kopf einziehen. Ich muss immer daran denken, dass dann auch hier irgendwo Gegner sein können, die wir da reinlocken könnten. Was? Hörst du das? Ja. Okay. Scheiße, willst du da reingehen? Mal sehen, was wir finden. Du findest meine Leiche, wenn mich der Schlag getroffen hat. Keine Sorge. Das wird schon. Ja, das sehe ich genauso. Ich brauche Pielenmädel. Könnte es hier eventuell geben. Ich frage mich nur, wer hier gerade gelaufen ist und gegen die Tür gehämmert hat. Irgendwo muss der oder sie ja sein. Toll. Der Ditter hat sich ja gelohnt. Dieter hat sich ja voll gelohnt.
Ja. Oh Mann! Ich habe mich zu Tode erschreckt. Ich mich auch. Tja, sehen wir uns ruhig mal um. Ja, das will ich auch mal sagen. Okay. Ja. Falsche Taste gedrückt. Ah, oh, das hätte jetzt schief gehen können. Welche Taste weiche ich eigentlich aus? Gar keine, ne? Ich will eine Ausweichtaste. Bitte. Ich versuche mal auszuweichen. Dann schlage ich zu. Okay, was haben wir denn? Nachricht an Rachel. Rachel, Soldaten gehen von Tür zu Tür und zwingen die Leute in Busse einzusteigen. Ein paar Häuser weiter sind Schreie zu hören. Die Zeit wird knapp. Ich habe angerufen und gewartet, aber ich kann nicht mehr warten. Ich habe unsere Sachen in ein paar Koffer gepackt. Ich warte in der Quarantänezone auf dich. Ich suche nach mir. Bis bald, Ezra. Ob sie sich je gefunden haben? Woher soll ich das wissen? Da der Brief da noch liegt, ne, und jetzt nicht mehr, also ich bezweifle es irgendwie. Ah, ja. Oh, ja, okay. War wohl nicht ganz topfit. Ach ja, wir haben uns ja eben ein bisschen angekokelt, ne? Okay. Ich glaube, das reichte nicht aus. Nee, gut. Da, wie viel brauche ich eigentlich? 50 bei jedem, ne? Hm. Den Rest, der ist irgendwie, ja, gerade non-interessant. Das ist alles, ja. Nö. Ich glaube, diesmal haben wir alles mitgenommen. Lass uns sehr schön hier verschwinden. Ja, komm. Immer mit der Ruhe. Ja. Wahrscheinlich hätten wir ihn auch rauslocken können und dann hier in die Bohrbombe rein oder was auch immer das ist. Aber gut. Moment. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Oh. Wegen dem Dings, ne? Ich hoffe, ich kann den noch aufmachen. Ich hoffe, das war jetzt... Scheiße. Was hab ich denn? Okay, zurück, zurück. Okay. Oh, krass. Die Dinger sind ja der Hammer. So kann man ja Sachen machen. Natürlich nehmen wir Dinger, Ressourcen, die wir in der Nähe wiederfinden, ne? Nicht anderes. Ich hoffe, ich habe den Tresor wirklich nicht verpasst. Ich hoppe. Okay. Munition. Siehst du? Zurück. Warte mal. Schade. Gut. Ich hole mir eine neue Flasche. Okay, ich dachte, da kommt jemand. Aber ich glaube, dann hätte sie auch anders reagiert. Ich habe schon wieder nicht auf die Uhrzeit geachtet. Verdammt. Ich wollte eh gleich nochmal speichern. Da oben kommen wir bestimmt auch noch hin. Sieht so convenient aus. Gut. Wie gesagt, ich glaube, ich speichere erstmal gleich. Auch wenn das hier kaum was bringt, weil er mich an Sachen rausschmeißt, wo ich, ne? Voll. Wirklich voll? Das war die andere Ammo, ne? Komm. Okay, ich glaube, die ist wirklich voll, weil wir die ja kaum benutzen. Also hätten wir die auch verschießen können gerade. Ich speichere mal kurz. Ich habe schon lange nicht mehr gespeichert. Immer nur automatisch. Ah ja, okay. Ja, komm. Machen wir mal. Nö. Eieiei. Geh ich hier durch? Ich
glaube schon, ne? Ellie, komm schon, wir. Oh, fuck. Ich hab dich. Nope. Nope. Was ist passiert? Ja. Das ist noch eine von Bills Scheißfallen. Psst. Leise. Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Jetzt ist das natürlich... Durch. So komme ich runter. Bin dabei. Bitte ruhiger. Ja. Joel! Ja. Scheiße, sie kommen. Ah, nein. Von wo? Ellie, wie weit bist du? Ich mach so schnell wie ich kann. Okay, ich kann halt nicht die Waffe ändern, ne? Du schaffst es. Okay. Hier, fang! Danke. Verdammt nochmal! Oh, komm schon! Oh, ich krieg's nicht durch! Ellie, sie sind klar. Beeil dich! Okay, sie hätte definitiv eine... Fuck. Fuck. Nein, das lassen wir nicht zu. Alter. Typ mit Machete. Oh, fuck. Falsche Waffe. Okay. Leute, hinter uns! Bill, na los! Mist! Schnell weiter, hier sind wir nicht sicher. Ach, wirklich? Bill, sie kommen durch die Tür! Ehrlich, zurück! Zurück!
Okay. Okay, na los, wir sind fast da. Ja, danke. Ah, ne, brauche ich nicht, ja. Oh, Scheiße. Verdammt, sie kommen her! Los! Sie kommen her! Lauf weiter, ja, komm. Hier lang, durch den Platz! Könntest du mal... Könnt... Okay. Dankeschön! Ich meine, ich war jetzt nicht gerade schnell, aber... Oh. Scheiße. Alter, ja, genau. Das, genau das. Danke für die Rettung und so. Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal lang. Scheiße. Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zuckst. Verdammt nochmal. War's das? Ob's das war? Hm. Ihr kommt in mein Haus. Löst naja. Alle Fallen aus. Naja. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Tja. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Tja. Okay, machen wir's kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Ah ja. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, pass du auf, du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann es nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Okay. Da ist auch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Ich bin schon wieder über der Zeit. Okay. Könntet ihr mal bitte... Brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist ja gut. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Ja, ist die Dings jetzt zu Ende? Echt verlockend. Schluss jetzt. Ich würde mich hier gerne umgucken, aber danke schön. Okay, wenigstens kann ich das machen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, bye!